Unboxing-Zeit. Heute geht es nach Glasgow. Hallo, hier sind die Hausies Tanja Thorsten. und Familie Enterich. Und wir haben heute wieder etwas zum Auspacken. Und zwar von Lookout Spiele. Das Spiel Glasgow. Ist für zwei Personen und ein, ja, scheinbar schnelles Spiel. Ja, circa 30 Minuten angegeben, ab 10 Jahre, ne? Ja, und wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Und ja, und als erstes, das kennt ihr ja, machen wir natürlich erstmal die Folie ab, bevor. Guck mal, die kriege ich sogar so ab. Die mache ich schon mal direkt ab, die Folie, weil ihr wisst ja, das stört sonst, wenn man auspacken. Ach, das war jetzt. Das ist der Vorführeffekt. So, jetzt können wir das nämlich in Jetzt Ruhe. hat die Folie verloren. Es hat die verloren. Genau, die hat verloren und wir können jetzt in Ruhe weiter auspacken. Wir ändern dazu jetzt die Perspektive, wie immer. Bleibt dran. Ja, dann wollen wir mal schauen. Ach ja, erst zeigen wir euch natürlich den Karton einmal von vorne. Der junge Mann mit dem Pint sieht ja schon mal gut aus. Zwei Spiele. Rundherum sieht so aus. Hier haben wir es dann von hinten nochmal. Variabler Rundkurs, knifflige Entscheidungen, super schnell gespielt. Ich bin mal gespannt. Ja, ich auch. Ich mag ja solche Spiele. So, was Oh, haben wir drin? Holzmaterial, ein Holzmiepel. Ja, das ist doch schon mal schön. Schon mal Tüten dabei. Die können wir schon mal beiseite legen. Das holen wir mal rein. Oh, guck mal hier. Oh, ein Whiskyfass. Das nehme ich. Es ist ein Whisky, vielleicht ist es ja auch was anderes, so Also Schottland, Bierfass. ich halte das für ein Gerücht, das muss ein Whiskyfass sein. Weiß ich nicht. Hier haben wir irgendwelche Das könnten schwarzen, Stahlschienen sein. rotes. Wir spielen mit Blau und mit Grün. Also das wird ja dann wohl meine Spielerfarbe sein. Das ist, steht ja wohl dann schon mal klar, wenn wir zusammen spielen. Werbung. Jo, für weitere Spiele. Und dann schau doch mal die Anleitung. Und die ist aber überschaubar. Siehst du, Whisky. Okay. Eine Seite, zwei Seiten. Ach, die ist zum Aufklappen, deswegen. Drei, vier, fünf Wenn ihr das so ein Rauschen hört, das ist unser und sechs Ventilator, Seiten. den wir vergessen haben auszumachen. Wartet mal eben. Das ist Meeresrauschen. Ja, ich hoffe, dass ihr uns trotzdem hört. So, jetzt, wie viele Seiten hattest du gesagt? Fünf. 5 Seiten. Ach, das kann ich ja dann sogar lesen. Da könnte ich ja morgen mich direkt mich damit mal begnügen und das lernen und dir dann sagen, wie das funktioniert, das Spiel. Oh ja. Genau. So, dann einmal das Siegel öffnen. Ja, hier haben wir für die zwei Spieler Tableaus. Wie sieht die Rückseite aus? Gleich in Grün, nur mit weiblichen Geschlechtern. Ui. Dann, hier donnert es Hier gerade. donnert es gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Allmächtiger Donner. Ja, wir machen aber hier trotzdem weiter. Jetzt schauen wir mal. Stabile Kartonqualität. Ja, da haben wir hier die verschiedenen Manneken. Artung sieht auch interessant aus, ne? Und dann geht's weiter. Was haben wir noch? Oh, da kommen zwei im Doppelpack. Das sieht nach Gebäudeplättchen aus. Ja. Rückseite einheitlich gehalten. Und hier haben wir wieder Mannequin. Irgendwelche Spielabläufe. Vielleicht irgendwelche Leute, die man einstellt oder so. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Ja. Schön überschaubares Spielmaterial. Ja gut, das Spiel soll ja auch in wie viel, in 20 Minuten, in 30 Minuten spielbar sein. Also, ich bin total gespannt. Ich auch. Das Material sagt auf jeden Fall mir schon mal viel zu. Ja, das war's für heute. Wir sagen Tschüss, die Hausis, Tanja Thorsten. und Familie Enterich. Bis bald.
Wir reisen nach Schottland. Es geht nach Glasgow. Ja, das ist auch doof. Wir müssen die Unbox in die ersten reinkriegen. Heute packen wir was Schottisches aus. Glasgow, Unboxing. Heute packen wir was Schottisches aus. Nochmal.